Franz sammelte dann etwa 600 Ritter hinter sich. Mit einer kampfstarken Truppe wagte er den großen Coup und griff das Erzbistum Trier an. Er wollte dort die Säkularisierung vorantreiben und rief den sogenannten Pfaffenkrieg aus. Der Unternehmung war jedoch kein Erfolg beschieden. Ein Bündnis aus dem Erzbischof von Trier, dem Landgrafen von Hessen sowie dem Kurfürsten von der Pfalz stellte sich ihm entgegen. Die Belagerung Triers scheiterte kläglich. Franz zog sich auf seine Burg Nahnstein bei Landstuhl zurück. Seine Gegner verfolgten ihn, isolierten ihn von seinen Verbündeten und belagerten seine Burg. Die Burg wurde mit Artillerie sturmreif geschossen. Unglaubliche 600 Kanonenkugeln wurden an einem einzigen Tag auf die Burg abgefeuert. Im Mai 1523 kapitulierte Franz nach 2 Tagen der Belagerung. Sein Unterleib war während der Belagerung von herunterstürzenden Mauern zerquetscht worden. Wenige Tage nach der Kapitulation erlag er seinen Verletzungen.